natürlich die junge Frau. Die große, große Tenniswelt scheint der talentierten Badnerin offen zu stehen. Träume, Träume hat jeder. Traum ist natürlich die Nummer eins, ganz klar. Der Weg in den Tennis-Olymp ist natürlich weit. Doch Sandra Klösel geht auch die große Aufgabe heute ganz gelassen an. Ich gehe da rein wie in jedes andere Match, nur dass halt der Unterschied ist, dass sie die Nummer eins ist und dass ich auf einem größeren Blatt spiele wie die anderen Matches davor. Ansonsten ändert sich nichts. Ich spiele mein Spiel und versuche zu gewinnen. Doch ausgerechnet jetzt scheint Martina Hingis in der besten körperlichen Verfassung zu sein, die sie je hatte. Nach anderthalb Stunden Tennistraining legte sie gestern den Schläger beiseite und übte mit dem Basketball. Weiter ging's mit dem amerikanischsten aller Sportgeräte, dem Football. Und die Nummer 1 der Welt konnte gar nicht genug bekommen. Was bloß könnte man noch machen? Vielleicht Golf spielen? Hingis wirkt locker und gelöst. Der Urlaub nach dem Erstrundenaus in Wimbledon hat ihr sichtlich gut getan. Ja, das Training hat gut getan, dann in Saddlebrook und eben bei Tampa. Und so, ich bin eine fast andere Person geworden seitdem. Man fühlt sich viel besser, man ist fitter und ja, auch man ist natürlich dann fühlt man sich besser auf dem Platz und sicherer. Und zugänglicher abseits des Platzes ist sie obendrein. Schreibt geduldig Autogramme und äußert sich respektvoll über ihre heutige Gegnerin. Ich kenne sie schon von den anderen Turnieren, aber ich habe noch nie gegen sie gespielt, viel von ihr gehört, war ein Talent, man hat viel über sie gesprochen und jetzt nehme ich Wunder, wie sie spielt und es wird sicher ein gutes Match. Darauf hofft natürlich auch Sandra Klösel, doch das Erreichen der dritten Runde ist ja bereits ein riesiger Erfolg, der einiges geändert hat in ihrem Leben. Zum Beispiel die Pläne für den Rückflug. Der war schon gebucht für letzte Woche, aber den habe ich jetzt wieder offen gelassen. Und auch gegen Hingis ist alles noch offen. Zumindest beginnt das Match bei Null. Auf ihrem Weg in den Tennis-Olymp indes hat Sandra Klösel die ersten erfolgreichen Schritte bereits hinter sich gebracht. Talent hat sie, ohne Frage. Und wer weiß, wo sie jetzt stehen würde in der Tenniswelt. Im Ziel, meine Damen und Herren, liebe Tennisfreunde. Nach knapp einer Stunde zweimal Matchball für die erklärte Favoritin. Da wird das Publikum auch noch mal richtig herausgefordert. Zwei Matchbälle abgewehrt. Hier schon fast beim Shake Hands angekommen, produziert sie ihre besten Schläge. Donna Lüttchen.
hätte eine halbe Stunde früher alles kommen müssen. Gefällt mir jetzt sehr gut. Will sich hier anständig verabschieden. Das war nochmal eine gute Verlängerung von Sandra Kösel. Wenn sie immer so spielen würde, dann könnte sie ihr Ziel in der Tat erreichen, irgendwann mal unter die ersten 50 der Welt zu gelangen. Matchball Nummer 3. Persönlicher Abschluss, diese kleine kämpferische Einlage noch einmal von Sandra Kösel, die sichtlich gezeichnet ist von diesen 61 Minuten bei großer Schwüle hier im New Yorker Stadtteil Flushing Meadows. Das sagte ich, wenn sie 3, 4 Spiele gewinnen würde, dann wäre das Klassenziel ja schon fast erreicht. Es sind 4 Spiele geworden, 6-3. 6-1 für die Favoritin Martina Hingis, die damit also im Achtelfinale steht und dort auf Arantxa Sánchez Vicario treffen wird, die heute glatt in 2 Sätzen 6-2, 6-2 gegen die Landsfrau von Martina Hingis, gegen Patti Schnieder gewonnen hat. Also eine recht interessante Achtelfinalbegegnung Hingis gegen Sánchez Vicario. Wir haben natürlich hier auf US Open 1 noch jede Menge Tennis für Sie bis zum frühen Morgen. Als nächstes zum Beispiel ein Herrenspiel, auch hier auf dem Platz des Louis Armstrong Stadiums. Mit der amerikanische Nachwuchsstar, die Nachwuchshoffnung, hat bereits Davis Cup gespielt. Jan Michael Gamble, ein richtiger Smarter, gegen den Franzosen Fabrice Santoro. Die Match Summary Statistik zusammengefasst. Hingis hat gut aufgeschlagen. Schlösel auch nicht schlecht. Viel mehr Gewinnschläge natürlich bei der Nummer 1 der Welt, die allerdings auch ein paar Fehler mehr gemacht hat. Eine Breakchance hat Sandra Kösel gehabt und die hat sie auch genutzt zum Rebreak im ersten Satz zum 4-3. Aber danach, das zeichnete sich ab, wurde es immer eindeutig. So, da haben wir es nochmal eingeblendet. Hingis steht oben in der 4. Runde. Und dazu kommt auch der Name von Sánchez Vicario, sagte ich Ihnen. Das Achtelfinale ist auch komplett. Mehr Tennis also gleich hier, aber erstmal Peter Kohl.